David, wir sind in Belgrad, wir blicken ins weite Rund. Abschlusstraining ist schon rum. Wie ist es hier zu sein, auch in diesem besonderen Stadion? Ja, sehr speziell. Man kannte es in der Truppe teilweise nur aus Videos oder von Bildern oder aus dem Fernsehen eben. Ein leeres Stadion hat immer einen gewissen Vibe, hier nochmal mehr. Wir sind gespannt, wie morgen die Stimmung ist. Es wird viel erzählt. Es ist ein sehr altes, traditionelles Stadion, aber ich glaube, morgen brennt hier die Hütte. Wir müssen uns darauf einstellen, das Ganze annehmen und umwandeln in Energie am Platz. Das heißt, eher so ein bisschen Vorfreude. Man hat es, glaube ich, ist ja durch den Tunnel ja schon gegangen. Wenn dann viele Fans hier sind und wie du sagst, es so ein bisschen brennt, in Anführungszeichen, freut man sich eher drauf oder hat auch ein bisschen Respekt? Respekt ist sowieso da. Ich glaube, was man für Geschichten von dem Verein, von den Fans, wieder die Energie ist für diesen Club, für diesen Verein, was die da geben, ist der Respekt auf jeden Fall da. Der sollte immer da sein für den Gegner. Aber ich glaube, jeder Spieler träumt davon, in so vollen Stadien zu spielen. Wir haben auch ein paar Fans dabei. Da freuen wir uns auch extrem, dass die hier mit herkommen und freuen uns morgen einfach auf die Atmosphäre hier. Definitiv. Wenn wir jetzt auf die sportlichen Ergebnisse schauen, sicherlich nicht zufriedenstellend die letzte Woche für uns. Wie würdest du sagen, nimmst du gerade die Mannschaft wahr, so vom Gefühl her, mit welchem Gefühl reist man an und wie machen wir es morgen anders und besser? Ist ein anderer Wettbewerb. Wir reisen mit voller Energie an. DFB-Pokal mussten wir leider abhaken. Jetzt dann direkt in der Liga auch nochmal sozusagen die zweite Niederlage jetzt hintereinander. Ist natürlich nicht unser Anspruch. Wir sind nicht zufrieden damit als Mannschaft, das ist klar. Haben das Ganze analysiert, wissen auch, warum wir die Spiele verloren haben und wollen jetzt in der Champions League ein anderes Gesicht zeigen. Können zum Glück dadurch, dass alle drei Tage wieder ein Spiel ist, das jetzt sofort wieder gut machen und mit einem Sieg hier einen ganz, ganz großen Schritt gehen in der Champions League. Zu Hause gegen Belgrad haben wir es ja schon super gemacht, 3:1 gewonnen, gezeigt, wie es geht. Ich glaube, alle haben schon gesagt, es ist aber morgen ein anderes Spiel zu erwarten durch die Fans, aber auch, weil Belgrad anders Fußball spielt vielleicht? Ja, was heißt anders Fußball spielen? Wenn du hier so ein volles Stadion im Rücken hast, dann läufst du vielleicht nochmal die 2-3 Kilometer mehr oder rennst nochmal den anderen Sprint mit nach hinten. Ich glaube, die sind morgen brutal angetrieben, die stehen mit dem Rücken zur Wand ein bisschen in der Gruppe, die müssen morgen auch performen, die müssen punkten. Aber wir werden morgen probieren, hier einfach nichts anbrennen zu lassen, wie im Hinspiel das Spiel klar zu dominieren, die Konter zu unterbinden und dann morgen die 3 Punkte hier aus Belgrad zu entführen. Ihr habt morgen die Möglichkeit, so früh wie noch nie für RB Leipzig das Achtelfinale klarzumachen. Wie sehr pusht das nochmal, weil das ja auch etwas Besonderes ist und man will ja auch wieder genau dahin in die K.O.-Phase. Ja, es pusht einen immer, Champions League zu spielen, dass wir morgen dann hier auch noch in diesem Stadion vor der Atmosphäre in die nächste Runde kommen können, ist natürlich umso schöner. Das ist unser Ziel und wir sehen das morgen als wichtige Aufgabe, werden uns gut darauf einstellen und dann werden wir morgen diesen wichtigen und, wenn du sagst, besonderen Schritt für RB Leipzig gehen. Wir freuen uns sehr darauf, David. Vielen Dank dir. Danke.